Schönen guten Tag, Servus und Hallo auch von meiner Seite. Danke einmal für die Vorstellung. Günther Gorenzel wurde heute als neuer Trainer des FC Blau-Weiß Linz vorgestellt. Der ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, der aber den Mensch und auch den Spieler im Vordergrund stellt, weil ohne den Typen oder dass der Mensch im Vordergrund steht, weiß er selber auch, dass man die Spieler nicht abholt und nicht zu hundertprozentiger Leistung führen kann. Fakt ist ja, dass Blau-Weiß Linz einen sehr, sehr guten Entwicklung genommen hat die letzten Monate. Klaus Schmidt hier mit seinem Team eine gute Arbeit geleistet hat. Und jetzt geht es darum, ganz einfach diese Entwicklung fortzuführen und im Detail ganz einfach Dinge zu verfeinern. Der 46-jährige Steirer arbeitet seit über 25 Jahren im Fußballgeschäft. Seine Stationen als Co-Trainer sind zahlreich und auch international. Ich habe im Fußball so viel erlebt und so viele verschiedenste Dinge erlebt und so viele verschiedenste Situationen. Also das ist jetzt nur die deutsche Bundesliga oder Champions League, das habe ich zum Glück mitnehmen dürfen. Ja. Und wenn man natürlich sich vorbereitet jetzt gegen Mannschaften wie Barcelona mit einem Pep Guardiola oder Pep Guardiola zwei Jahre begleitend auf der anderen Seite von der Grünwalder Straße trainiert. Es ist nicht so, dass ich nur, sage ich jetzt einmal, das Goldene vom Fußball kenne, sondern sage ich jetzt einmal auch die anderen Seiten des Fußballs und deswegen ist mir vollkommen bewusst, auf was für eine Situation ich hier treffe und wo der österreichische Fußball steht und wo die österreichische zweite Liga steht, wo die Einzelnen. In Linz ist er nun erstmals Cheftrainer, was für ihn kein großes Problem darstellt. Für mich ist jetzt der Unterschied in der Arbeitsweise zwischen Co-Trainer, dem eine wichtige Funktion zugedacht wird, und eines Cheftrainers nicht so wesentlicher großer Unterschied. Klar ist, man hat die letzte Verantwortung, man trifft die letzte Entscheidung, aber ich sehe mich prinzipiell ein Teil eines Teams, und das werden wir auch in Zukunft zur Hand haben, und das ist meine Arbeitsauffassung. Er kommt Gott sei Dank zu einer fertigen Mannschaft, also die fertiggestellt ist zum Trainingsstart, das muss man auch sagen. Also nicht jetzt fertig im Sinne von kaputt, sondern dass einfach wirklich der Kader, einen fertigen Kader, dass der zusammengestellt ist, und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil für einen neuen Trainer. Ich sage, wenn wir jetzt nur zwei, drei Wochen testen müssen und nur drei, vier Spieler verpflichten müssten, wäre es natürlich auch eine Belastung oder eine schwierige Situation für einen Trainer. Der Verein ist gut aufgestellt. Es ist auch für mich Zeit, dass ich für mich selbst einmal ein bisschen mehr Zeit habe. 20 Jahre waren doch ganz schön lang. Der neue Trainer, der heute vorgestellt worden ist, hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich war in die Vorgespräche nicht involviert, aber das, was ich heute gehört habe und was ich gesehen habe, muss ich sagen, ich bin ziemlich sicher, das ist eine gute Lösung. Die Ziele sind klar. Für uns ist alles reizvoll, was nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Also gegenüber letzter Saison, wo wir ja 25 Runden auf dem Abstiegsplatz oder auf dem letzten Platz gestanden sind. Ich bin natürlich immer Optimist. Ein Top-5-Platz impliziert auch, dass da die Ränge nach oben auch dabei sind. So stark ist die Liga auch wieder nicht, weil wir haben ja dann doch in den letzten zweiten Halbzeit sehr gute Spiele abgeliefert. Ried selber wird in einer eigenen Liga spielen, vielleicht wie letztes Jahr der LASK, von dem gehe ich mal aus. Und dann muss man schauen, Innsbruck sicher auch nicht so schlecht, und alles, was dahinter kommt, wird sich noch zeigen. Na dann, auf in die neue Saison. Ein paar Kalorien brauchen wir schon.